Hallo zusammen, salve a tutti. Ich bin aus meinem Urlaub wieder zurück, habe noch ein leichtes Jetlag, finde es hier furchtbar kalt, aber das nutzt ja nichts. Weiter geht's und zwar heute hier mit dem Goldmorgen. Am Freitag mache ich natürlich den DAX, ganz klar. Aber jetzt ist es mal der Gold dran und das hier ist der Monatschart. Das Gold hat es jetzt geschafft, diesen langen Widerstand, den wir hier hatten von 2020, das hat es jetzt rausgenommen. Der Monat ist zwar noch nicht rum, aber das sieht insgesamt ganz gut aus. Wir sind weit weg von der 200-Monatslinie. Und auch wenn die Technik hier schon ein bisschen hoch ist, das ist hier alles weiter nach oben gerichtet, genauso wie der beim Oszillator. Schauen wir mal auf die Woche. Die Woche, hier sieht man das schöner, richtig schön aus dem oberen Band rausgeknallt. Die Bänder öffnen sich jetzt auch noch. Das sieht gut aus. Das Ding hat Momentum aufgenommen, hat diese Pause hier genutzt. Da komme ich gleich im Tagesstart nochmal drauf. Auch hier auf hohem Niveau alles noch nach oben gedreht, alles weiter positiv. Ich sehe da nichts. War eine sehr schöne Unterstützung hier im Nachhinein bei der 1812, bei der 200-Wochenlinie. Also auch von der Woche her sieht es okay aus. Und jetzt beim Tag muss ich ein anderes Bild reinnehmen. Und zwar das hier. Die habe ich das letzte Mal gezogen. Das sind die Fibos angelegt von hier unten, von der 1812 bis zu dem ersten Hoch. Und da haben wir genau auf das 38er hier aufgesetzt, mit dieser Bewegung hier. Jetzt nehme ich die raus, weil die haben jetzt bei mir erstmal keine Gültigkeit mehr. Und man sieht hier, wie die Bänder aufgegangen sind durch die Bewegung. Wann war denn das vor? 1, 2, 3, 4, vor 5 Tagen, also Donnerstag vor einer Woche. Meistens ist das Gold in den Freitag rein weiter positiv. Im Moment handeln wir bei 2155. Dadurch, dass die Bänder so aufgehen und nirgendwo hier unten irgendwie was dreht, gehe ich davon aus, das geht dann noch die nächsten ein, zwei Handelstage so weiter. Wir haben jetzt, wenn ich den Film mache, 17:58 Uhr. Es entsteht hier auf Tagessicht so eine Art Shootingstar. Das wäre negativer, wenn wir ins Band wieder reingehen würden, das wäre bei 2145. Habe ich momentan keinen Anlass, das zu glauben. Wir sind sowohl über der Trendfolger deutlich positiv als auch über die Stochastik. Ich habe hier nirgendwo im Moment ein Zeichen der Schwäche. Man muss zwar immer mal mit rechnen, nachdem wir jetzt hier von 2044, also 110 Punkte gestiegen sind, dass der auf dieses Niveau hier fällt. 2780, back to breakout. Hier war der Breakout. Da. Hier nochmal dran geditscht und dann hier drüber. Damit muss man durchaus mal rechnen, dass es mal 50, 60 Punkte nachgibt. Aber im Prinzip macht das Gold das, was es machen soll. Es steigt stetig, langsam, stetig, aber steigt. Ein Verkaufssignal über den Tag hinaus bekomme ich erst hier deutlich unter dem momentanen Kurs bei 1984 Schlusskurs. Die 200-Tage-Linie wird jetzt weiter steigen. Aber das hier ist in Verbindung mit dem Punkt hier, auch die 1972 ist über den Tag hinaus, sprich über die nächsten Monate, wäre das erste sinnvolle Verkaufssignal. Aber nochmal, man muss schon mal damit rechnen, dass es hier auch mal ein bisschen runterkommt. Aber ich glaube nicht für den Freitag. Ich habe mir folgende Scheine ausgesucht. Der eine hier ist ein 1971er Call. Da sind wir etwas unter diesem Unterstützungsniveau. Er hat im Moment einen Hebel von 11. Der ist mir jetzt ein bisschen zu weit weg, weil wenn es da wirklich mal 30, 40 Punkte fällt, dann verliert er auch relativ schnell an Wert. Das ist so was, wenn wir hier eine Korrektur haben, die durchaus hier auf diese eben genannte 2065 gehen kann, Entschuldigung, 2086 gehen kann, dann schaue ich mir den an. Aber, ne, wo sind jetzt die Scheine? So, ich habe noch einen anderen, das sind 2031er. Da sind wir hier unter der 20-Tage-Linie, 2031, ziemlich genau hier. Das ist für diejenigen, die nochmal in den Freitag rein und vielleicht in den Montag mit nach oben gehen wollen. Das ist ein 17er Hebel. Ja. Ich nenne euch hier einen Put, aber ich habe im Moment hier kein Signal, was mich veranlasst, den kaufen zu müssen. Den schaue ich mir an, wenn das untere Band, wenn das in die Horizontale geht, beziehungsweise leicht steigt, die Richtung ändert, gegen den aufsteigenden Markt die Richtung ändert. Das ist dann 2308er.
ich traue mich da momentan nicht näher ranzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Gold sieht in Ordnung aus, darf man sich nicht beschweren. Short gehen ist zu früh, dem jetzt noch hinterher zu rennen. Puh, puh, puh. Ich habe es jetzt 3 Wochen lang nicht beobachtet. Weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Ist im Moment relativ schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, zum Short zu früh, zum Long zu spät, muss man einfach mal so hinnehmen.